Ob ich da jetzt endlich eigentlich einmal den Frachtraum da freigeschalten? Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Wie in den blöden Frachtraum kommen. Zumindest habe ich das Schwert jetzt noch. Ach, jetzt leuchtet eigentlich der Star weiß. Okay. Was bist du? Was bist du für ein Stein? Seltsames Gerät entdeckt, das bereits aktiviert wurde. Was hast du bereits? Ich bin schon fünfmal gestorben. Zu leben. Ein lebender Stein. Eine Koralle ist es. Keinerlei Informationen. Sehr beruhigend. Okay. Ist jetzt durchbrennt. Oh, er hat was ausgespuckt. Was hast du jetzt für mich da ausgespuckt? So. Ja, Wahnsinn. Okay. Ja, was? Sag jetzt nicht, du hast jetzt meinen Äther dafür investiert, Puppi. Weil dann habe ich die beim Kratl. Na. Ich brauche 6 Äther. Ich brauche einen 6. Äther. Damit die da endlich. Was ist damit da auf. Das ist dann der Ausgang wahrscheinlich vom Spiel. Die letzte Tür, durch die ich komme. Oben wieder dann das Spiel verlassen wieder. Und wieder dann hoffentlich intakten Raumschiff in den Himmel steigen. Ja, sicher. Es geht gleich wieder richtig gut los. Wieder der. Mario! Mit dem endlich einmal viel besser beherrschen. Ja, nein. Das ist ganz neu. Hoste fliegen in Qualen. Geschlossene Truhe, Teleporter. Okay. So schnell habe ich die ja noch nie erreicht. Das bringt mir aber halt nichts. Ja, sicher. Aber jetzt ist mir schon alles wurscht. Ist mir eh schon alles wurscht. Wieso? Wieso tut sie mir das an? Wieso ist das Spiel jetzt so viel schwerer als vorher? Bin ich wieder da? Direkt da wieder. Bin ja noch nicht weit gegangen. Das Raumschiff ist ja gleich da hinten. Wahnsinn. Ach. Mir Aufhänger.
zweimal so Sprungexplosionen. Nämlich sogar die Tentakelhunde schießen jetzt schon rote Energiekugeln. Die ja noch stärker sind. Das Spiel will sie echt wissen von mir. Das ist so heavy. Nimmst du das bitte? So, einen zusätzlichen. Zusätzliches Feld noch. Okay. Bleibt mir nur der Weg da. Momentan. Juhu! Es geht gleich wieder weiter. Gleich weiter. Und alle Gegner haben jetzt einfach nur mehr rote Munition. Zusätzlich. Wenn ich das nicht bald lerne. Was sind das eigentlich für Dinge? Das meng's nicht. Wahnsinn, also die Welt schaut jetzt komplett anders aus als vorher. Komplett. Es ist nichts mehr wie es war. Wirklich gar nichts. Sogar. Bringt mir eigentlich nicht viel. Schon wieder. Geht's los. Ich möchte wissen, was sich bemerkt. Meine Ranz. Es ist überhaupt bereichsperre aktiviert. Warum nicht? Why not? Ah ja. Das ist überhaupt. Ah, der hat ja sowieso gern Schutzschild. Also das ist eh noch normaler. Den kann ich einfach nicht besiegen, weil der hat einen Schutzschild. Ja, Bereichssperre ist aktiv und ich bin da einfach gefangen. Das gibt's nicht. Das Spiel ist ja echt nicht normal. Wieso wird das mit Run zu Run stärker, schwächer, Treffchen, Scheißdreck, schwerer? Jetzt sind sogar bei mir drinnen schon Gegner. Jetzt hält er aber auf. Und der Spaß dann. Na klar. Jetzt geben sie mir da sogar schon einen Blaster. Das Geschirr da noch. Ich kriege Angst langsam. Wieder mein Logbucheintrag. Verlassen, wie
misslungene Flucht. Tödlicher Unfall. Meine Erinnerung neu geordnet. Ich verstehe ihre Muster nicht. Sie ziehen mich in tiefste Tiefen. Ich muss jetzt dorthin. So wie du. Also sehe ich jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr die direkten gehe. Und dann haben sie noch eine Fackel. Ich will das vorausrennen. Wo ich hinschieß. Also hin darf. Jetzt bin ich anscheinend so schnell gestorben, dass jetzt die roten Energiekugeln wieder nicht mehr drauf haben, weil ich zu schlecht war. Es ist schon ein bisschen so, dass das Spiel merkt, wie ich spiele. Was ist das jetzt wieder für eine Teufelei? Bewuchs vernichten. So, so wie Rebe, haben wir gesehen. Hey. Wenn es nicht mehr ist. Bist du ein Arsch? Das wird mich jetzt wieder vernichten. Absolut keine Meter. Ich kriege das hin. So hast du jetzt schon ein paar Mal gesagt, Puppi. Aber ich glaub nicht. Ich hab 5 Äther. Das Schlimme ist das, wenn ich noch einen Äther sammle. Jetzt ist wieder alles, wie es vorher war. Also das Spiel ist, hat jetzt gemerkt, dass ich richtig mies bin. Jetzt gibt es mir überhaupt gleich das Haus. Bin echt so schlecht. Man stört mich jetzt nicht, aber... Hallo. Ich weiß nicht lieber, wie sie mir die Waffen gleich zur Verfügung stellen, muss ich sagen. So triffst du mich. Ist jetzt da. Ah, jetzt kommt noch einer.
Oh ja, dann ist es aber nicht. Okay. Nein, nein, so geht's nicht. Okay, jetzt bin ich wieder da, wo ich noch immer nicht weiß, was das bewirkt. Aber. So. Ja. Alternatives Waffenabklingzeit. Ist immer gut. Was das jetzt? Ich verstehe es nicht, was das bewirkt. Hey. Strike hast du. Das ist der Boss. Na, gehen wir mal da weiter. Hoppla, Entschuldigung. Und rechts. Wenn ich das wenigstens wieder aktivieren kann, die gehen wir immer gut durch. Wenn wir einen Sauschwuch sind. Passt. Wieder Bewuchs haben. Na, ja, du kannst mir gern haben. Bis ich wieder durch die Tür bin, ich nicht ganz deppert. Ja, ich bin ganz deppert. Na, das ist es gar nicht wert. Jetzt weiß ich wenigstens schon, dass das so Special-Türen sind, durch die sollte man nicht gehen, wenn man überleben will, ein bisschen länger. Schon wieder. Das heißt, jetzt wo ich den Boss das erste Mal erledigt habe, also nicht erledigt, irgendwas begegnet bin, geht es auf jeden Fall definitiv schneller, dass ich da wieder herkomme. Also das will ich schon von mir. Ich kann das schon alternativ ein bisschen schneller erreichen als wenn ich es denn möchte. Ja, fix! Alter! Was mit den dummen Geschütze, Alter? Versteh das nicht, wieso ich den. Was ist mit dem? Was ist mit den Geschütze falsch? Mach. Geschütze. Aber sowas von. Uns bereich mit drei Kisten. Okay, ist schon mal nicht schlecht. Er hat überhaupt die Sprengschale. Schau, ist cooler. Oh, der ist so cool. Der ist richtig cool. So. Glänzende Augen? Nein.
das nicht gesehen habe, dass das da der Weg ist. Das ist wieder Waffenverbesserung. Ja. Mhm. Gut. Bietet da endlich einmal irgendein Ei am Boden der Rasiten, der mal richtig viel hilft. Oder ein Gegenstand, der mal richtig gut hilft. Vielleicht etwas, schauen wir mal, was das ist. Ein schädliches Harz. Ja, ist überhaupt nicht wert. Wenn die Fehlfunktionen vorher nicht gehabt hätte. Wäre vielleicht auch besser davon kommen. Ist das überhaupt das Heilgegenstand? So, das ist ja schon Frechheit. Wieder ein Geschütz. Aber wenigstens kann es mir dann einen Schutz schicken. Zu wenig. Nee. Direkt Dracula. Achso, da kommen überhaupt noch mehr. Richtig schwach. Das ist eigentlich der Schwachpunkt. Das war jetzt kein guter Run. Bis jetzt. Sehr viel Schaden genommen. Und im Prinzip alles nur für eine Kiste, die ich jetzt gar nicht holen kann. Schade. Es war dämlich. Logbuch. Scout Logbuch Atropos. Das ist die 10. Rückkehr. Oh Mann. 4 Meter große Leichen liegen herum. Aufgestapelt. Vielleicht seit Jahrhunderten. Mhm. Ich weiß nicht, was passiert ist. Bürgerkrieg, Genozid. Ritueller Massenselbstmord. Manche meiner eigenen Leichen tragen ähnliche Wunden. Wie das möglich ist, das ist heavy. Ist mir ein Rätsel. Na ja, schau, das sind wirklich ein Haufen Leichen. Wow. Mann. Waren vorher, glaube ich, auf Geschütze, oder? Jeder Messer haben wir schon fast durch. Eigentlich bin ich ausgeschieden. Das ist im Prinzip nur mehr Training für mich, weil ich muss sagen, ich habe da jetzt einfach momentan nicht die Stärke, die ich brauchen würde. Minus 50
10% Waffenschaden bei voller Unversehrtheit. Wie fair ist denn das? Das ist ja richtig, richtig viel. Hey! Alter, du bist so dumm. Wieso bist du jetzt da oben gerutscht? Ja, sicher. Ja, komm. Das war's wieder. Ja, wir sind da nicht. Ich weiß nicht einmal, wo es herkommen ist. Okay, okay, okay. Letzter Run. Dann lass ich es bleiben. Ich finde jetzt irgendwie kein Äther mehr, dass ich wenigstens ein zweites Leben für mich generieren kann. Jetzt ist da auf einmal ein Tor, das war noch nie da an der Stelle. Teleporter. Da waren immer sehr viele Gegner. Und auch jetzt sind sehr viele Gegner da. Guck da jetzt was. Tun wir das nicht mehr an. Dass ich mich durch die Gegnerhorden kämpfe. Die eliminieren mich dann wieder. Ich probiere jetzt. Einmal einen Weg zu suchen, der nur aus Loot besteht und wenig aus Kampf. Sonst kann mein Kampf eh nicht umgehen. Weil da zum Beispiel, die kommen immer wieder. Kann ich eh nicht umgehen. Sechs Äther. Wenn ich die Stelle immer wieder finden würde. Eine meiner Leichen war noch funktional. Sie hat mich angegriffen und ich habe mich umgebracht. Mhm. Ich will glauben, dass kein Unterschied zu den eliminierten Bestien besteht, aber stimmt das? Oder wollte sie auch nur von hier weg? Was ist jetzt? Was ist denn? Was geschieht da die ganze Zeit? Schau. Müsst mir jetzt verarschen? Ja, es geht jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt irgendwie, glaube ich, Nerv oder die Geduld nicht mehr. Schauen wir jetzt einfach nochmal zum Spaß. Den Herrn Boss an. Das war's dann für mich. Mir ist schon klar, dass das jetzt unmöglich gehen kann. Aber das ist jetzt noch schwächere Waffen als vorher. Nice, ha? Also ich kriege immer nur die Waffen, die ich selbst da irgendwie... Ja, wie soll ich sagen? Krieg halt mit kurzem Spiel. Aber es ist ja ein bisschen Übung auch gegen ihn. Wenn ich mich ansteuere, also wie ein Anfänger. Ich sage, dass das so gut sind, wie mit Zaubern. Gibt ja viel wie ein Magier. Ja.
Ey, was bist du? Achso. Okay. Witzig. Mit so wenig Energie und Können und was auch immer. Und tatsächlich die erste Phase überlebt. Länger wahrscheinlich als vorher. Habe ich mich von dem Ring ablenken lassen. Okay. Na gut, Leute. Ich habe jetzt Gott sei Dank 6 Äther beieinander. Beim nächsten Mal bemühe ich mich wieder ein bisschen mehr beim Spielen. Jetzt zum Ende hin war es dann schon, muss ich sagen, ein bisschen geschlampert. Mit den 6 Äther. Wie ich das nächste Mal, glaube ich, dann zumindest so gut spielen, dass ich mir das zweite Leben kaufen kann. Wo ich dann irgendwie sowas wie einen Klon herstellen kann. Ich hoffe, das funktioniert. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Würde mich sehr freuen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Passt gut auf euch auf. Bye bye. Ciao.